Ja, moin, liebe Freunde der Tiefsee und herzlich willkommen zur wahrscheinlich wirklich jetzt letzten Aufnahmesession von Subnautica. Ja, nach der großen Session, wo wir gelesen haben, wie die Bescheuerten, über 3 Stunden Lesematerial, Freunde. Also man soll nochmal sagen, in Spielen gibt es nichts zum Lesen. Also ich glaube, dieses Klischee habe ich jetzt mittlerweile mehrfach widerlegt auf meinem Kanal. Ja, liebe Freunde, wir fahren fort. Und zwar werden wir heute die finale Phase beenden. Das heißt, wir werden dieses Spiel heute höchstwahrscheinlich beenden. Viel zu tun haben wir nicht mehr. Wie gesagt, die Lesephase ist beendet. Die Plattform ist abgeschaltet. Vor 2 Sessions wurde sie abgeschaltet. Das heißt, wir brauchen wirklich nichts anderes mehr tun, als die Raketenplattform sowie die Rakete an sich zu bauen. Dafür brauchen wir noch 2 Titanbarren und 4 Blei. Das ist machbar. Die Ressourcen haben wir dafür. Ich muss sie nur allerdings erstmal raussuchen, nicht wahr? Das wäre vielleicht mal ganz gut. Dann machen wir das nochmal, liebe Freunde. Ja, beim letzten Mal hatte ich ja ein bisschen was zu erzählen. Da bin ich allerdings nicht groß zu Wort gekommen, weil ich habe lieber... was heißt, ich bin nicht zu Wort gekommen. Ich bin schon zu Wort gekommen, aber nicht, was das angeht. Ich habe euch nämlich ein bisschen was zu erzählen. Und zwar, ja, wie fasse ich das kurz und bündig knapp zusammen? Ich weiß es gerade nicht. Ich hau einfach raus, wie es ist. Mir ist letzte Woche tatsächlich, also zum Zeitpunkt der Ausstrahlung haben wir schon wieder wesentlich weiter, aber zum Zeitpunkt der Aufnahme ist mir tatsächlich vergangenen Dienstag die Sicherung rausgeflogen. 2-mal sogar. Ja, was war passiert? Ja, wie gesagt, die Sicherung ist rausgeflogen. Aufgrund meiner Lampe, die an der Decke ist. Die ihr übrigens auch nie zu Gesicht bekommen habt. Und die werdet ihr auch nicht zu Gesicht bekommen, weil diese Scheißlampe, es ist nicht das erste Mal, dass sie die Sicherung raushaut. Deswegen benutze ich die jetzt auch nicht mehr. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Okay, das sollte reichen. Ja, wie gesagt, erstmal mir die Lampe rausgeschossen. Mein Vater hat dann die Sicherung wieder reingemacht. Dann flog die Sicherung nochmal raus. Dieses Mal allerdings nicht wegen der Lampe, sondern aus einem anderen Grund. Hm. Der andere Grund war, ich fasse es mal kurz und knapp, war mein Bildschirm. Ja, mein Bildschirm hat sich verabschiedet. Ja, das war nicht so toll. Also ich musste die Tage dann... Also ich habe natürlich einen neuen Bildschirm bestellt, dasselbe Modell. Und auch eine neue Maus bestellt nebenbei, weil die war auch schon ziemlich gezeichnet. Aber ich muss sagen, ich hatte beide auch 4 Jahre. Und ja, ist trotzdem ärgerlich. Aber ich habe die beiden Sachen ersetzt. Die sind auch jetzt da. Damit zocke ich jetzt auch. Ich habe auch mir ein neues Mauspad nochmal geholt. Das ist für euch jetzt total uninteressant, aber ich erzähle es euch trotzdem einfach. Einfach so, ganz stumpf. Ich erzähle es einfach trotzdem, ne? Und ja, wie gesagt... War nicht so schön. Aber naja, gut, so ist es nun mal. Das wollte ich einmal loswerden. Habe ich jetzt hiermit getan. Und wir haben jetzt das Material, das wir brauchen für den Bau der Startrampe. Das ist sehr schön. Ich werde mal die... Genau. Gut. Damit der Weg uns nicht zu weit weg ist, werde ich das auch mal so handhaben, dass wir das direkt über der Basis machen werden. Das heißt, ich werde direkt hier oben mit dem Bau der Rakete beginnen. Beziehungsweise erst der Startrampe und dann der Rakete. War alles an... Komisch, jetzt klappt das. So. Klappt aber nicht. Weil jetzt geht es deutlich schneller. Komisch. Egal. So, meine Damen und Herren, liebe Freunde. Mit Blick auf die Aurora noch dazu. Das ist ja noch schöner. Mobile Fahrzeugstation benutzen. Neptun-Rettungsrakete. Neptun-Startplattform. Das ist ein echtes Monstrum, muss ich sagen. Aber das ist auch wichtig, dass wir dieses Monstrum kriegen. Damit, liebe Freunde, läuten wir das große Finale ein. Und keinen Text von unserer Computer, von unserem Computer. Guckt euch das mal an, das ist ja fast eine schwimmende Insel.
Mein lieber Herr Gesangsverein. Ja. Flosch. Und natürlich ist ein Riffrücken im Weg. Ernsthaft? Ach nein. Jetzt ist da echt ein Riffrücken im Weg. Mensch. Oh, extra langsam. Ist ein bisschen schief gerade. Weil dieser blöde Riffrücken gerade hier in der Nähe ist. Oh, ich hoffe, das hat jetzt keinen Einfluss auf die Rakete. Oh, oh. Ja, hier sehen wir schon, hier sind die Drohnen. Was brauchen wir denn? Neptun-Versorgungsturm, plastallbaren Kupferdraht, Schmierstoff. Ist das in der Datenbank gespeichert? Ja, ist es. Das ist gut. Das ist sehr gut. Das ist jetzt nur halt der... Riffrücken, kannst du es bitte wieder gerade rücken? Das wäre... sehr nett. Ich glaube, ich lade mal kurz. Das war nicht meine Absicht. Es sollte gerade sein, Freunde, und nicht krumm und schief. Das ist ein bisschen doof dann. Ja. bevor es zu unvorhergesehenen Bugs kommt. Wir wissen ja alle, dass Subnautica ein total stabiles Spiel ist. Haben wir ja im Laufe der Zeit gelernt. Dass Subnautica, was sowas angeht, sehr stabil ist. Nicht. Gut, wir wissen also schon mal, was wir fürs Erste brauchen. Oh, Systems Online. Ja, in Wirklichkeit mache ich das nur deswegen. 6, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Das sind 26. Gut, dann machen wir den ersten leer. Und ich habe nicht mal genügend Platz. Scheiße. Ach, Mann. Aber wisst ihr was? Um das Ganze einfach mal abzukürzen, benutzen wir den Fabrikator hier. Ist ja jetzt eh egal. Wir brauchen den Zyklopen nicht mehr großartig. Also was soll's. Spart Zeit. Alles gut. So, Nummer 1. Nummer 2. Und jetzt haben wir wahrscheinlich noch 6 übrig. Ja. Gut. Also ich rüste jetzt quasi für die erste Bauphase gleich mit. Direkt. So, wo haben wir denn jetzt hier Titan 2? Da. So, nochmal 4 dazu. Dann brauchten wir nochmal 4 Blei. Ups. Ich sagte, wir brauchten 4 Blei. 4 Blei. Und Lithium. Lithium, Lithium, Lithium. Lithium. Wo bist du? Lithium. Wo versteckt sich Lithium? Da. Nehmen wir doch das so lange. 2 waren das, glaube ich, für den Plastallbaren, ne? Genau. Gut. Alles klar. Dann haben wir nämlich das schon mal. Das ist das. Und einmal das. Wunderbar. So, dann brauchen wir noch Kupfer. In Form von Kupferdraht. Da ist Kupfer. Er ist jetzt viel hin und her gerannt, ich weiß. Alles gut. Kriegen wir schon noch hin. So, dann haben wir das auch gleich. So, jetzt gehen wir den ganzen Weg wieder runter. Verlassen den Zyklopen. Und es wird schon wieder dunkel. Der Zyklop rückt übrigens schon wieder recht nahe an unseren Basis heran. Wenn ich das mal so sehe. Also so nah habe ich ihn bestimmt nicht rangefahren. So, und dann nochmal Schmierstoff. Das haben wir hier. Dann haben wir nämlich die erste Bauphase gleich mit dabei.
Achso, ich kann ja schon mal. So. So, und dann einmal Schmierstoff. Sehr schön, dann haben wir das auch schon mal. Nein, kein Licht. Ich brauche kein Licht. So, diesmal speichern wir, damit wir es nicht nochmal machen müssen. Konnte halt nicht ahnen, dass da direkt drüber der Riffrücken rumschwimmt. Die Warper dürften sich für uns jetzt gar nicht mehr interessieren. Also die Dümpfe, die dürften mir jetzt scheißegal sein, weil wir sind ja geheilt. Ihr ja wisst, Freunde, ne? Wir sind ja behandelt worden. Erfolgreich. Riffrücken ist außer Reichweite, Riffrücken ist außer Reichweite. Sagte er und dann traf er auf den nächsten. Da hinten sehen wir noch die Aurora. So, diesmal aber bitte richtig. Neptun Startplattform. Nochmal ist ein Riesenvieh. Haben wir noch nie gesehen. Oh Mann. Das ist echt ein Riesenteil, das, die Startplattform. Aber so muss es ja auch sein. Weil die muss ja schließlich eine Rakete fassen können, nicht wahr? Zum Bau und zum Start. Sehr schön, diesmal ist nichts im Krieg. Wunderbar. Alter. Dieses Geräusch hätte ich mir so ein bisschen bei dem Zyklopen gewünscht, weil der Zyklop war ja ähnlich schwer. Aber da war es nur so ein simples Platsch. Dramatisch langsam geht er hoch. So. Genau, den ersten Schritt haben wir schon mal. Die Neptun, den Neptun-Versorgungsturm. Und geile Mucke. So, die bauen jetzt den Konstruktionsturm. Ich glaube, wir können die Startplattform auch kein zweites Mal bauen. Also wirklich nur einmal und dann ist gut. Ich habe auch teilweise schon Videos gesehen gehabt, wo manche das tatsächlich auch als Fundament für ihre Basis genutzt haben. Kann man auch machen, aber sollte man nicht unbedingt. Ich habe es jedenfalls nie probiert. Neptun Haupttriebwerk. Was brauchen wir dafür? Blastahlbarren, Nickelerz, Aerogel und Kabelsatz. Das ist alles im Bereich des Machbaren. Also ich denke mal nicht, dass uns eine Ressource fehlen wird. Doch eine Ressource bereitet mir tatsächlich Sorgen. Eine einzige aber nur. Nämlich emailliertes Glas, sprich Pirscherzähne. Glas selber dürfte nicht unbedingt das Problem sein, weil Quarz gibt es mehr als genug. Aber Pirscherzähne ist halt so eine Sache, weil das muss man erstmal finden alles. Und hier und da und tralala und hast du nicht gesehen und hast du nicht gehört. Ne, also, das könnte lustig werden. So, erstmal Nickel. Nickel brauchten wir 3 Stück, wenn ich das richtig gesehen hatte. Ist doch richtig, ne? Wo haben wir die denn? Ja. Genau, Nickelerz. Kabelsatz, Plastahlbarren. Das heißt, wir brauchen schon wieder 10 Titan. Und 2x Lithium. 6, 8, 10. Ich werde übrigens gleich mal wieder den, das Fahrzeug, denke mal, wieder einbunkern. Suche ich schon wieder nach Lithium. Hilfe. Komisch, kaum bin ich nicht mehr im Zyklopenschiff, finde ich mich nicht mehr zurecht hier. Das ist ja furchtbar. So, jetzt brauchen wir nochmal Aerogel. Davon hat mir ja in der Vergangenheit mehr als genug angefertigt. Material, genau, da dürfte es drin sein. Genau, Aerogel. Das brauchen wir also nicht mehr spawnen. Das haben wir schon. Und wir brauchen Kabelsatz. Das heißt, wir brauchen 2x Silber. Silber ist auch so ein geringeres Problem. Silber dürften wir ja auch mehr als genug mitgenommen haben von unserer Expedition. Da haben wir es. Ja gut, so viel Silber haben wir nicht geborgen, aber es reicht trotzdem aus, um einen Kabelsatz herzustellen. So, dann geht das jetzt wieder los. Ja, wie gesagt, ich nutze jetzt das, was am nächsten ist. Ne? Also wenn das jetzt auch der Zyklop ist, ist es nicht so schlimm. Also es ist interessant, dass wir jetzt ziemlich oft den Plastahlbarren brauchen. Ja klar, ist halt stabil, ne? So, Kabelsatz. Damit dürften wir die Bauphase dann auch haben, nicht wahr? Yes. Alles klar. Bevor wir aber weitermachen, würde ich gerne erstmal die Fahrzeugstation einbunkern wieder.
Weil ich glaube kaum, dass wir die noch brauchen, großartig. Die hat ihren Zweck jetzt endgültig erfüllt. Deswegen kommt sie wieder hier rein. So. Ah, sehr gut. Die Plattform hat übrigens auch ihre eigene Markierung, wie ich gerade sehe. Das ist sehr gut. Aber wenn man die nämlich nicht findet, hat man ein Problem. Und es wird hell, das ist noch besser. So. Wieder klettert er so langsam. Er klettert irgendwie immer so langsam hoch. Zumindest was die Raketenplattform angeht. So, Neptun-Haupttriebwerk. Los geht's. Also ich hatte ja gesagt, es sind mehrere Bauphasen. Also wir sind jetzt schon in der zweiten Bauphase, die wir jetzt hinter uns haben. Eigentlich die dritte, wenn man die Plattform mitzählt. Ja, sieht schon imposant aus, ja. Auch wenn es nur der untere Teil ist von der Rakete. Aber es sieht schon imposant aus. Reservetank, dafür brauchen wir mal wieder Plastallbaren, kristalliner Schwefel, Kyanid und zwei Ionen-Energiezellen. Das heißt, wir brauchen vier Batterien. Wir brauchen vier Ionenbatterien. Alles klar. Okay, das wusste ich tatsächlich nicht mehr. Also Schwefel ist klar. Kyanid war mir auch klar, dass das kommen wird. Das mit den ionischen Zellen, das wusste ich allerdings nicht mehr. Ist aber logisch. Aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass das nächste Phasentor, wohin die Rakete ja hin soll, ziemlich weit entfernt ist. Das heißt, das Ding braucht entsprechend viel Energie. So, die Frage ist jetzt, wie kriegen wir die erst die Batterien hin und dann die Zellen. Also, für Ionenbatterien brauchen wir Ionenwürfel. Davon brauchen wir dann vier Stück, vier Gold und vier Silbererz. Das dann, ja, genau. Zweimal Silikongummi, okay. Also wir brauchen viermal Silber. Und Gold hatten wir, glaube ich, auf der anderen Seite. Da. Viermal Gold. Vier Ionenwürfel. Und dann brauchen wir nochmal zweimal Silikongummi. Außerdem brauchen wir mal wieder, wer hätte es gedacht, mal wieder Titan. 10 Stück für einen weiteren Plastallbarren. Das heißt, wir brauchen auch folglich wieder Lithium. So, und dann kristalliner Schwefel. 4 Stück, wenn ich das gesehen habe. Richtig. Und schon sind wir voll. Das habe ich mir gedacht. Das macht aber nichts. Denn wir haben ja praktischerweise einen Fabrikator in der Nähe. Ups. Also erstmal Titanbarren. Dann Plastallbarren. Und schon haben wir wieder ordentlich Platz. Sehr schön. Wenn ich mal bedenke, wir haben vor 67 Parts angefangen und hatten damals einfach mal gar nichts. Wir hatten nichts außer das, was an unserer Haut war. Und ziemliche Kopfschmerzen, glaube ich, noch damals, als wir gelandet sind. So, 4 Kyanid. So, dann haben wir die Batterien schon mal zusammen. Dann brauchen wir halt noch das Silikongummi für die Zellen. Silikongummi dürfte ich sogar noch auf Vorrat haben, glaube ich. Meine ich mich dunkel dran zu erinnern. Ich kann auch falsch liegen. Ja, haben wir sogar noch auf Vorrat. Wahnsinn. So, Ionenbatterie. Das geht jetzt viermal so. Geht ja recht schnell zum Glück. Wunderbar. Und dann 4 Ionen-Energiezellen. Also brauchen wir sie doch noch, aber halt nicht mehr für unsere Fahrzeuge. Außer für die Rakete halt. Gut, dann haben wir das auch. Dann dürften wir den Schritt auch erfüllt haben. Ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches. Nein, das ist richtig. Gut. Gut, dann schwimmen wir mal wieder hoch. Ich habe echt gerade so ein bisschen dieses Hintergrundgefühl, so scheiße, jetzt brauchen wir wahrscheinlich gleich noch Pirscherzähne. Ich habe da ein ungutes Gefühl bei der Sache.
So. Die Plattform können wir zum Glück nicht wegschwimmen. Das ist der große Vorteil, den wir haben. Ja. Einmal Neptun-Reservetank. Und los. Das dürfte jetzt Baupart 4 gewesen sein. Das heißt, es kommt, glaube ich, jetzt auch nur noch ein Part. Glaube ich. Ein oder zwei, ich weiß es nicht mehr genau. Und dann sind wir auch schon fertig mit der Rakete. Das Problem ist jetzt halt nur die Frage, brauchen wir noch Pirscherzähne oder nicht? Das ist jetzt die Frage aller Fragen. So, die sind fertig. Cockpit. Ich hab Glück. Ich hab echt Glück. Wir brauchen nochmal 10-mal Titan, 2-mal Lithium, genau einen Pirscherzahn, 2-mal Quarz und natürlich einen Computerchip. Das heißt, wir brauchen Tischkorallenproben, Kupferdraht und Gold, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Das hätte schlimmer kommen können. Also wir haben echt Glück gehabt, Freunde. Genau einen Pirscherzahn brauchen wir nur. Genau einen einzigen und den haben wir. Wir haben echt genau die passende Menge an Pirscherzähnen. Wahnsinn, ich muss nicht mehr auf die Suche gehen, das ist gut. Das heißt, ich kann das wahrscheinlich sogar alles in einem Part lassen. Oh, Systems online. Ja, es werden aber nicht mehr gebraucht. Dankeschön. So, 6. Und 4. Und 2. So, Quarz brauchen wir. Quarz haben wir ja wirklich so viel gesammelt. Sagte er und drei Schränke. Einfach dreimal. Drei Spinde sind einfach mal leer. So. Genau. Dann haben wir einmal Glas. Wir brauchten den Schild, wenn ich das richtig gesehen hatte. Den Schild vom Zyklopen. Den wir ja nicht mehr brauchen. Der hat ja seine Verwendung gemeistert. Wird also nicht mehr benötigt. Und das war's dann, glaube ich, auch. Nee, die Tischkorallenproben, genau. Zwei Tischkorallenproben, 2-mal Kupfer und Gold. Also muss ich noch 2-mal Kupfer mitnehmen. 1-mal Gold. Gold haben wir hier. Beziehungsweise ich werde mal 2-mal Gold mitnehmen. Ich werde auch nochmal Silber mitnehmen. Ja, es hat einen Grund, warum ich das mache. Und einen ionischen Würfel wollte ich nochmal mitnehmen. Für eine Batterie nämlich nochmal. Das hat schon seinen Hintergrund, warum ich das mache. So, und dann brauchen wir noch 2 Tischkorallenproben. Ich weiß jetzt nur nicht mehr, ob ich noch welche in der Basis hatte oder nicht. Also ich weiß, dass wir einen Pirscherzahn haben. Ja, das weiß ich. Und ich weiß, dass unsere Energie langsam ausgeht. Das finde ich nicht gut. Ja, das habe ich mir gedacht. Es ist ein bisschen blöd, dass man nur 2 Plätze frei hat, aber egal, das wird schon passen. So. Dann hier nochmal. Der ist voll, okay. Der ist aber fast leer. Dann nochmal einen. Zack. Der ist ganz leer. Alles klar, dann hauen wir hier nochmal 2 rein. Zack. Ich weiß, es bringt nicht viel, aber... Ja, nee, plus 3, dann hänge ich ja hier ewig. Nee, dann gehen wir mal direkt runter. So. Der Spind ist leer, okay. Hier war Kupfer drin. Da ist Gold. Silber. Diamanten. Blei. Alles brauchen wir. Ah, wir haben genau 2. Es reicht genau, ey. Als hätte ich das geplant. Wahnsinn. Irre. Als hätte ich das geplant. Und nein, habe ich nicht. Wenn ich das geplant hätte, dann wäre es ganz anders gekommen, glaube ich. So, genau. Das habe ich mir nämlich gedacht. Ihr werdet sehen, was ich vorhabe, Freunde. Keine Sorge. So, erstmal den Titanbarren. Klarstallbarren. Glas. Ah, jetzt habe ich den Pirscherzahn noch nicht. Stimmt. Den Pirscherzahn brauchen wir noch.
Da war ja was. Der Pirscherzahn. Den hatte ich hier irgendwo mit untergemixt. Da ist er. So. Okay. Kupferdraht. Die Ionenbatterie, genau. Computerchip. Und das emaillierte Glas. Und damit dürften wir das haben, was wir brauchen. Für den Bau des Cockpits. Nicht wahr? Ich gucke nochmal kurz. Damit ich keinen Mist erzähle. Jo, wir haben alles, was wir brauchen. Wunderbar. Du bekommst die Ionenbatterie. Und die andere Batterie kommt einfach hier rauf. Achso, so rum. Okay, und bevor unser Typ hier gleich uns vom Fleisch fällt, werden wir nochmal eben kurz was essen. So. Wunderbar. So, dann verdurstet er uns nicht. Also der Wasserverbrauch ist zwar ein bisschen weniger, aber ich glaube, das hängt auch davon ab, wie viel wir rennen. Ich glaube, dadurch, dass wir so viel rennen, verbraucht er auch mehr Wasser. Das könnte durchaus eine Begründung sein dafür. Ja, liebe Freunde, es kann sein, dass das heute der einzige Part ist, dieser Aufnahmesession. Also, ja, ich glaube, wir sind danach tatsächlich fertig. Ich wüsste nicht, was danach noch kommen sollte. So. Okay. Dann legt man los. Der Cockpit, den wir schon fast gar nicht mehr sehen, weil der so weit weg, so weit oben ist. Also die Rakete müsste dann auch fertig sein. Man sieht schon gar nicht, wie die da oben an Konstruieren sind. Sie ist fertig. Sie ist fertig, liebe Freunde. Der Rumpf wird natürlich schwarz. Die Streifen werden rot und die zweiten Streifen auch. Und der Name wird gelb. So. Wunderbar. Das nenne ich mal eine Rakete. Ja, liebe Freunde, unsere Rakete ist fertig. Also jetzt den Part zu beenden wäre Schwachsinn. Aber ich werde nochmal zur Basis gehen. Weil ich euch noch eine Sache zeigen möchte. Und gleich noch eine andere Sache in der Rakete selbst. Ich hoffe nur, dass wir unseren kleinen Freund jetzt auf die Schnelle finden. Der dürfte ja in der Nähe rumschwimmen. Unser kleiner Kumpel. Wo haben wir ihn denn? Der kleine Mann. Wo ist er denn? Ne, das ist Reginald. Da ist er, unser Knuddelfisch. Genau, verabschieden. Das hat sich nämlich jetzt geändert. Da eben halt, weil die Rakete fertig ist. Ich will mich verabschieden. Er spielt mit ihm, okay? Ah, weil ich die falsche Taste gedrückt habe. Oh. Oh, ist das süß. Ja. Kleiner Kumpel. Ja, jetzt folgt er uns auch nicht mehr. Wir verabschieden uns natürlich von unserem Freund, wie es sich gehört. Nicht wahr? Wir gehen hier nicht einfach so. Außerdem, wie gesagt, das ist mit Absicht, dass ich das mache. Mit voller Absicht sogar. Ich weiß, Lars, was hast du vor? Das werdet ihr gleich sehen. Weißt du was? Eine kann ich ruhig noch zum Futtern nehmen. So, dann verschwende ich die nicht sinnlos. So. So, dann will ich nochmal eben zu unserer Pumpe.
Ja. Die Pumpe lasse ich inaktiv. Ich werde übrigens jetzt auch nicht mehr speichern. Weil, macht keinen Sinn. So, dann haben wir das. Dann wollte ich nochmal zum Zyklopen. Ich meine nämlich, mich zu erinnern, dass wir noch ein Knuddelfischei gefunden hatten. Ich weiß noch nicht mehr, wo ich es gelagert habe. Das ist natürlich super. Nein. 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 Nö. Auch nicht. Hatte ich kein Knuddelfisch? Ich hatte doch ein Knuddelfischei. Oder bin ich jetzt komplett bescheuert? Habe ich das echt liegen gelassen? Boah, bin ich ein Schweinehund. Na gut, dann halt nicht. Okay. Dann halt nicht. Schade. Oder habe ich das ausgeladen? Doch, ich habe es ausgeladen, ne? Ich muss nochmal zurück. Moment. Moment, Freunde. Moment. Die kurze Strecke können wir auch eben hinschwimmen. Wobei ich glaube... Ja, komm. Das spielt nämlich für ein letztes Achievement eine wichtige Rolle. Deswegen zeige ich euch das nämlich. Weil ich bräuchte es nicht mehr machen. Ich habe ja die 100%. Da ist er. Sehr schön. So. Ja, liebe Freunde, zum letzten Mal werden wir nun diese Basis verlassen. Von unserem kleinen Freund haben wir uns verabschiedet. Da wird man ein bisschen sentimental, muss ich sagen. Aber so ist das nun mal. Das gehört zum Leben dazu. Ich habe jetzt zwar über eine halbe Stunde, aber es ist mir jetzt scheißegal. Das ziehen wir jetzt durch. Weil die Rakete, wie gesagt, die ist fertig. Und mehr brauchen wir dann nicht mehr machen. Es ist zwar mitten in der Nacht, aber egal. So. Wir benutzen die Leiter. Da sehen wir sogar die Insel. Da sehen wir die Aurora. Also ich habe es genau zwischen der Insel und der Aurora positioniert. Ist das geil. Rakete betreten. Schönen guten Tag. Hilfsenergieeinheit sollten wir vielleicht aktivieren. Auxiliary Power Unit online. Oh. Schöne Stimme. Hydraulik. Pressurizing Hydraulics. Wir haben hier sogar Vorräte, die wir anscheinend ablegen können. Machen wir aber nicht, weil, naja, macht wenig Sinn. Kommunikation. Communications Systems Array active. Okay, ich glaube, dann haben wir hier unten alles. Hier war jetzt nichts in der Richtung. Nee. Also ich finde es interessant, dass hier so viele Spinde drin sind. Eigentlich braucht man die gar nicht mehr. Ich weiß zwar nicht, warum das so ist, dass hier Spinde drin sind, aber okay. Ah, einmal die Energieeinheit. So, und dann haben wir hier das Cockpit. Liebe Freunde, Lebenserhaltungssystem natürlich aktivieren. Weil sonst leben wir nicht lange. Life Support Systems online. Sehr gut. Was haben wir hier? Bordcomputer starten. Zeitkapsel vor... Genau darum geht es, um die Zeitkapsel. Nicht bereit. Genau, da können wir nämlich was reinlegen. Und das machen wir auch. Bild. Oh, was nehmen wir als Bild? 11, um einen Screenshot zu machen. Ah, ja, da werde ich wohl nochmal zur Basis gehen, wa? Rakete nicht bereit. Nein, wir sind auch noch nicht bereit, wie ich festgestellt habe. Wir müssen nochmal runter. Tut mir leid, Freunde. Der Part wird ein bisschen länger, glaube ich. Passt schon. Alles gut. Ist nicht schlimm.
Warum eigentlich F11? Meine Taste liegt eigentlich ganz woanders, aber naja, gut. Wenn das Spiel sagt, das soll so sein, dann soll das so sein. So. Nimm einfach mal meine Basis dafür. Was soll's? Ich glaube sowieso nicht, dass... Also die Zeitkapsel, ich glaube, das wird immer entschieden, ob eine Zeitkapsel tatsächlich genommen wird oder eben nicht. Also es kann... Ich glaube nicht, dass es irgendjemand finden würde, wenn ich die raussende. Aber es gibt halt dafür ein Achievement, deswegen mache ich es auch. Um euch das einfach mal zu zeigen. Wir steigen nochmal auf zur Rakete. Es tut mir leid, Leute, aber so ist das nun mal. Ich wusste halt nicht, dass man ein Bild wirklich reinhauen muss. Ja, piep. So, rein. Hier ist alles aktiv. Nicht, dass sich das hier heimlich deaktiviert hat. Nein, alles okay. Gut, dann gehen wir hoch. Wie zögerlich er auch hochklettert, ne? So. Hier steht das, glaube ich, auch. Genau, einmal Lebenserhaltungssysteme, Zeitkapsel und der Hauptcomputer. So. Einmal die Zeitkapsel vorbereiten, genau. So, die Sachen kommen rein. Ich hoffe, die können nicht veralten. Nein, können sie nicht. Und das Konstruktionswerkzeug. Deswegen habe ich das nämlich diese Batterie gegeben. So, fertig. Bild. Nehmen wir das Bild von der Basis. Nicht wahr? Nehmen wir. Auswählen. So, und als Nachricht. Zum Überleben auf einem fremden Planeten braucht. Essen, Trinken, Bauwerkzeug und einen kleinen Freund. So. Sehr schön. Dann haben wir das auch. Time capsule ready. Sehr schön. Das wollte ich doch hören. Zeitkapsel bereit. Ja, Bordcomputer starten. Primary computer systems active. Sehr schön. Alle Systeme bereit. All systems are go for liftoff. Sehr schön. Das wollte ich doch hören. Dann lass uns mal die Rakete starten. Die Retterin. Ready to launch on your command, Captain. Launch in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Time capsule jettisoned. Caution. Approaching orbital debris field. Orbital debris field clear. Ay. Performing gravity turn maneuver. Confirm destination coordinates. Nearest interstellar phase gate. Engaging ion boosters in 3, 2, 1. What is a wave without the ocean? A beginning without an end. They are different, but they go together. Now you go among the stars, and I fall among the sand. We are different, but we go together. Mm.
Ja, meine lieben Freunde, das war Subnautica. Ja, die Seeimperatorin ist jetzt also nicht mehr am Leben. Sie ist gestorben, wir sind geflohen. Wir haben es geschafft und, was ich besonders hervorheben möchte, wir haben diese Eislandschaft gerade eben gesehen. Dort findet der Nachfolger statt. Subnautica Below Zero, das wir uns im Laufe der Zeit auch anschauen werden. Aber wir sind jetzt hier bei Subnautica, dem ersten. Und ich glaube, das ist die Musik, wenn der Zyklop in Brand gerät. Ja, was wir nie gehört haben, zum Glück. Wir haben es geschafft, liebe Freunde, in 67 Parts Subnautica durchzuspielen. Sehr, sehr schönes Spiel. Kann ich wirklich sagen. Also ich, ja gut, es, man muss wirklich sagen, das einzige Negative, was mir einfällt, ist die Bugempfindlichkeit. Also das Spiel ist wirklich sehr buganfällig. Leider, ist ein bisschen schade. Aber auch ein bisschen lustig. Also ich muss wirklich sagen, die Farbvielfalt finde ich wahnsinnig toll. Auch diese gruselige Atmosphäre, die manche Biomes geboten haben. Also echt sehr geil umgesetzt. Faszinierend und gruselig zugleich. Auch sehr coole Lebewesen, die übrigens auch teilweise, was heißt teilweise, ich glaube, die sind alle irgendwo realistischen Lebewesen nachempfunden. Oder inspiriert, sagen wir mal so. Und ja. Also mir hat das Spiel wahnsinnig viel Spaß gemacht, auf jeden Fall. Ich kann es wirklich jedem nur ans Herz legen, das Spiel zu spielen. Es sei denn, ihr habt natürlich Angst vor Tiefen, dann solltet ihr es vielleicht besser nicht spielen. Ja, wahnsinnig coole Story, richtig gut erzählt, finde ich. Und was für mich so ein bisschen unklar ist, ist das mit der Vollstreckungsplattform. Ich meine, klar, sie hat sowohl die Degasi als auch die Sunbeam vom Himmel geholt. Aber die Aurora, die ist ja nicht gänzlich vernichtet worden. Die ist ja quasi nur gestriffen worden und dann halt abgestürzt. Also ich bin mir wirklich nicht sicher, ob das jetzt wirklich die Vollstreckungsplattform war oder irgendwas anderes. Dann bin ich mir wirklich unschlüssig, weil normalerweise hätte die Vollstreckungsplattform die ja auch ohne weiteres auseinandernehmen müssen. Aber naja, gut, das ist für mich so ein bisschen unschlüssig, aber gut, okay. Und ja, auch das mit den Zeitkapseln finde ich eine wahnsinnig coole Idee für nachfolgende Spieler. Und ich finde es so ein bisschen schade, dass die Ionentechnologie halt erst so spät verfügbar ist. Das finde ich ein bisschen schade. Welcome home to all Terra. Permission to land will be granted once you have settled your outstanding balance of 1 trillion credits. Ja, ist klar. Ist klar. Ja. Liebe Freunde. Wir sind durch mit Subnautica. Die Credits waren tatsächlich relativ kurz, aber das ist kein Wunder. Unknown World ist ja nun nicht gerade das größte Studio. Ich glaube, 18 Mitarbeiter hatten sie damals. Mittlerweile dürften sie ein paar mehr haben. Die haben sich ja unterdessen auch ein bisschen vergrößert. Die hatten auch einen kleinen Skandal gehabt, wie ich weiß. Das hatte mit dem Nachfolger von Subnautica zu tun, mit Below Zero. Ganz genau weiß ich nicht mehr, was da los war, aber ich weiß auf jeden Fall, dass da was war. Ne, wie gesagt, das war der Überlebensmodus. Und das war das Let's Play zu Subnautica, meine lieben Freunde. Wir haben das Spiel durchgespielt. Und ich hoffe, euch hat das Projekt gefallen, auch wenn die Vorlesephase jetzt nicht so ganz das Spannendste war an dem Spiel. Aber naja, gut, ich fand es mal ganz interessant, das mal durchzulesen. 3 Stunden Lesematerial ist ordentlich. Aber wie gesagt, ich kann trotzdem hier wirklich jedem nur das Spiel ans Herz legen. Also wenn ihr es euch noch nicht geholt habt, holt es euch ruhig, spielt es selber, lernt die Faszination der Tiefsee kennen. Und ja, Nachfolgeprojekt von Subnautica ist mal wieder ein Strategiespiel. Allerdings nicht in der realen Welt, sondern in Mittelerde. Ihr wisst nun, was folgt. Richtig, der Herr der Ringe, die Schlacht um Mittelerde, Teil 1. Semi-Blind-Projekt, auf euren Wunsch hin, mit der Edain-Mod. Wie ich gehört habe, soll sie nicht nur grafische Modifikationen mit einbringen, sondern sie soll auch den Schwierigkeitsgrad unter anderem erhöhen. Ich bin sehr gespannt, weil ich habe das Spiel nie gespielt. Wir werden beide Seiten spielen, sowohl gut als auch böse. Ob ich dazwischen eine Pause machen werde, weiß ich noch nicht. Das muss ich erstmal abwarten. Aber wie gesagt, das wird losgehen. Das war's, liebe Freunde, mit diesem Spiel mit Subnautica. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn wir uns am Morgen wiedersehen zu Herr der Ringe, die Schlacht um Mittelerde. Oder aber allerspätestens zum Nachfolger von Subnautica, nämlich Subnautica Below Zero.
wenn ich das dann mal besitze. Jetzt momentan besitze ich es noch nicht. Nein, bitte nicht für mich kaufen. Das mache ich, wenn, dann selber. Alles gut. Liebe Freunde, ich wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Was auch immer, wann ihr mir es gucken werdet. Und ich verabschiede mich nun von 4546B und von euch und sage nun einfach, euer Lars sagt ciao. Auf bald. Bis bald. Und tschüss. Und vor allen Dingen, bleibt mir gewogen. Bleibt oder werdet gesund. Und bis dahin. Tschüss.